Für Aktien ist die GmbH super, aber was ist eigentlich mit ETFs? Wenn du das wissen möchtest, bleib dran. In den Kommentaren werden wir oft gefragt so, hey, was ist eigentlich mit ETFs? Werden die auch so niedrig besteuert wie die Aktiengewinne? Die kurze Antwort lautet leider nein. Wenn du ETFs in der GmbH statt im Privatvermögen handelst, dann hast du zwar einen geringeren effektiven Steuersatz, aber das Delta ist nicht so groß wie jetzt bei den Aktiengewinnen. Schauen wir uns mal kurz an, wie sich die Steuern da genau berechnen. Bevor wir reingehen, es gibt ja bei ETFs verschiedene Arten von ETFs. Ja, die erste, um die es jetzt hier mal geht, sind die sogenannten Aktien-ETFs. Da ist also einfach die Aktienquote des ETFs höher als 51%. Wenn wir uns jetzt da mal die Steuerlast berechnen wollen, sagen wir, wir nehmen jetzt einfach mal einen Gewinn von 10.000 Euro an, dann sieht das Ganze wie folgt aus. Übrigens, Einnahmen können Dividenden oder Veräußerungsgewinne sein, da gibt es keine Unterschiede. Zunächst einmal fallen auf diese 10.000 Euro Gewinn die ganz normalen Körperschaftssteuer plus Soli, also 15,825%, und die Gewerbesteuer an. Die Gewerbesteuer liegt ja auch ungefähr bei 15%, da kommt es, wie ihr hoffentlich schon wisst, auf die Gemeinde an. Du verrechnest aber nicht die gesamten Einnahmen, sondern nur einen Teil davon. Es gibt nämlich sogenannte Teilfreistellungen. Und weil es uns das Recht natürlich wieder mal nicht ganz einfach machen möchte, wird da nochmal unterschieden zwischen Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Die Teilfreistellung bei der Körperschaftssteuer ist 80%. Du musst also nur auf 20% der Einnahmen Körperschaftssteuer zahlen. Heißt also, du musst 2.000 Euro mit 15,825% versteuern. Und da landen wir dann bei einer Steuerlast von 316,50 Euro. Bei der Gewerbesteuer haben wir nur eine Teilfreistellung von 40%. Heißt also, auf 60% der Einnahmen fallen Steuern an. Und da haben wir dann auf 6.000 Euro die rund 15%. Und das sind so um die 900 Euro. Insgesamt hast du also auf die 10.000 Euro Einnahmen aus den ETFs eine Steuerlast von, das lese ich jetzt kurz ab, 1.216,50 Euro. Das entspricht einem Steuersatz oder einem effektiven Steuersatz von 12,165%. Zum Vergleich, im Privatvermögen hast du eine Teilfreistellung bei diesen Fonds oder ETFs von 30%, was einer ungefähren effektiven Steuerlast von 18% gilt. Naja, wir rechnen ja ungefähr 70%, auf wie wir dann zahlen müssen, von den 26% Kapitalertragssteuer plus Soli. Wenn ein ETF jetzt aber weniger als 51% Aktienanteil hat, dann gibt es geringere Teilfreistellungen und somit einen höheren effektiven Steuersatz. Da es hier um sehr viele Zahlen geht, haben wir euch mal in der Videobeschreibung eine Tabelle verlinkt, wo ihr die ganzen effektiven Steuersätze mal abgleichen könnt. Fassen wir also mal zusammen. Für ETFs ist die vermögensverwaltende GmbH weniger günstig als für Einzelaktien. Ein ETF-Portfolio in der GmbH lohnt sich vor allem dann, wenn du in andere Assetklassen auch investierst. Beispielsweise Termingeschäfte, Immobilien oder natürlich die Einzelaktien. Und wenn du nur ein ETF-Portfolio hast, dann solltest du wirklich schauen, wie viel Kosten du in die GmbH einbringen kannst und ob du nicht mehr umschichten solltest. Eventuell lohnt es sich dann, aber der klassische Use Case ist es nicht wirklich. Wenn du das für dich aber nochmal genauer ausrechnen möchtest und Fragen zur vermögensverwaltenden GmbH hast, dann ruf uns gerne an und buch einfach über unsere Webseite ein kostenloses Informationsgespräch. Wir helfen bei allen Themen rund um die Gründung der GmbH, die Verwaltung der GmbH und dem Investieren über einen Broker. An dieser Stelle natürlich, das ist keine Anlageberatung und ich bin auch kein Steuerberater, also gelten alle Sachen nur als Information. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.